Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Sie nicht vorwärts kommen, obwohl Sie sich an alle Spielregeln halten? Sie arbeiten hart, machen Überstunden, kommen mit Ihrem Chef aus, bekommen Ihre Gehaltserhöhung und sparen Geld, um in Ihrem Budget zu bleiben. Sie halten sich eindeutig an das bekannte System, das zu finanziellem Erfolg führen soll, aber irgendetwas läuft dabei ziemlich schief. Das Konzept scheint nicht aufzugehen. Das System hat sich nicht bewährt. Ihr Einkommen reicht kaum aus, die Karriereleiter scheint zu Ende. Eine anständige Altersvorsorge? Nicht daran zu denken. Sie leben von Tag zu Tag. Sie wollen finanzielle Sicherheit und Vermögen aufbauen. Doch das gelingt Ihnen einfach nicht. Also, wie weit hat es Sie gebracht, sich an die Spielregeln zu halten? Wenn Sie Ihre Chancen wirklich beeinflussen wollen, sollten Sie einige Ihrer Werte und Regeln ändern. Da draußen sind noch sehr viel mehr Regeln, die weitaus zuträglicher für Leute sind, die reich werden wollen. Der Finanzexperte, Pädagoge, erfolgreiche Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki wird all sein Wissen mit Ihnen teilen, damit Sie einen realistischen und erzielbaren Plan haben, um ein Vermögen zu bilden und zu vermehren. Zu den zahlreichen Werken von New York Times Bestsellerautor Kiyosaki zählt unter anderem Rich Dad, Poor Dad. Bis heute hat Kiyosaki weltweit 20 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft. Und heute teilt Kiyosaki sein revolutionäres Wissen mit Ihnen, genauso wie es sein vermögender Vater mit ihm geteilt hat. Dieses Wissen könnte Ihnen helfen, dass Sie nicht mehr für Geld arbeiten, sondern das Geld für sich arbeiten lassen. Ein Wissen, das Ihnen die lang ersehnte Freiheit bringen kann. Die Geschichte von Rich Dad Poor Dad basiert auf der Geschichte von zwei Vätern, die unterschiedliche Anschauungen und Werte haben und unterschiedliche Ratschläge erteilen. Es ist nicht meine Absicht, irgendjemanden zu beleidigen oder Werte zunichte zu machen, aber genau hier liegt der entscheidende Unterschied. Mein nicht vermögender Vater sagte immer, geh zur Schule, mache einen guten Abschluss, suche dir einen gut bezahlten Job, arbeite hart, lebe nicht über deine Verhältnisse hinaus, spare Geld, bleib schuldenfrei, treffe Vorsorge für deinen Ruhestand. Mein vermögender Vater hingegen sagte, dass man auf diesem Wege wahrscheinlich nie zu Reichtum kommen werde, beziehungsweise es wohl nur sehr wenige schaffen. Aber Sie dachten, dass Geld sparen Ihnen zu Geld verhilft. Wenn Sie die Entwicklung des Dollar oder andere Währungen die letzten 40 Jahre betrachten, erkennen Sie, dass das Geld Jahr für Jahr an Wert verloren hat. Warum aber sollten Sie etwas sparen, das jedes Jahr an Wert verliert? Setzt man auf einen Rentenplan, bedeutet das im Ruhestand einen Verlust des Geldwertes bei gleichzeitiger Steigerung der Lebenskosten. Für meinen vermögenden Vater war dies ein mehr als schlechter Ratschlag. So unterschiedlich können Wertanschauungen sein. Aber das widerspricht allem, was man Ihnen bisher erzählt hat. Als ich ein kleiner Junge war, zeigte mir mein vermögender Vater eine wirklich wichtige Grafik, die als Cashflow-Quadrant bekannt ist. Dieser Quadrant setzt sich aus vier verschiedenen Gruppen zusammen, die die Geschäftswelt darstellen. Auf der einen Seite des Quadranten waren die Arbeitnehmer aufgeführt. Mein vermögender Vater erklärte mir, dass man in der Geschäftswelt an den Arbeitnehmer stets an seiner Wertausrichtung erkennen kann. Egal, ob es sich dabei um den Geschäftsführer oder den Hausmeister handelt. Alle strebten stets nach einem: Ich suche einen sicheren und gut bezahlten Job. Sie sind Arbeitnehmer, das heißt, dass ihre Schlüsselwerte von Sicherheitsdenken geprägt sind. Dann gab es die Kleinunternehmen oder Selbstständigen. Und auch diese Gruppe ist durch deren Schlüsselwerte geprägt, die sie stets sagen lässt, wenn du es richtig haben willst, mach es selbst. Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um Einzelkämpfer handelt, um Personen, die alleine für sich arbeiten. Die rechte Seite des Quadranten stand für das Big Business, für das etwa Bill Gates steht. Laut Forbes zählen Großunternehmen mindestens 500 Angestellte. Und bei Großunternehmen hört man Dinge wie: Ich suche nach einem effizienten System, nach einem wirksamen Netzwerk und will die besten Leute. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Einzelkämpfern. Das Unternehmen soll nicht in Eigenregie geführt werden. Sie wollen mit fähigen Leuten zusammenarbeiten, die ihre Unternehmen an ihrer Stadt leiten. Die vierte Quadrantengruppe schließlich stellten die Investoren. Personen, die Geld für sich arbeiten lassen. Personen, die andere für sich arbeiten lassen. Arbeiten für den Reichtum der Reichen. Schon sehr früh in meinem Leben bekam ich also von meinem nicht vermögenden Vater zu hören: Robert, mache deinen Schulabschluss, damit du auch einen gut bezahlten Job bekommst. Die Schlüsselwerte meines nicht vermögenden Vaters entsprachen also dem eines Arbeitnehmers. Für ihn waren die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Beförderungen, regelmäßiges Gehalt und all diese Dinge wichtig. Aber mein vermögender Vater sagte: Robert, wenn du wirklich reich werden willst, musst du lernen, wie man ein Unternehmen gründet. Für ihn ergab es mehr Sinn, hart zu arbeiten, um ein Geschäft aufzubauen, das man besaß, das man von Generation zu Generation weitergeben konnte.
Mein nicht vermögender Vater riet mir also, hart zu arbeiten. Mein vermögender Vater fragte sich, warum sollte man hart für etwas arbeiten, das einem nie gehören wird und wo man sogar von einem Tag auf den anderen gekündigt werden kann? Auch in diesem Punkt wird der Werteunterschied deutlich. Mein vermögender Vater riet mir dazu, meine Energie darauf zu konzentrieren, wie man Unternehmer und Investor wird. Und genau das ist einer der entscheidenden Punkte, in denen sich die beiden Seiten des Quadranten unterscheiden. Auf der einen Seite wird für Sicherheit gearbeitet, natürlich auch für Geld. Auf der anderen Seite hingegen richtet sich der Fokus auf solche Werte, die Freiheit darstellen. Hier will man nicht mehr nur Angestellter sein. Und auch nicht bis zum Lebensende arbeiten müssen. Das ist das Tolle daran, wenn man ein Unternehmen gründet und Kapital richtig anlegt, dass es hier um passives Einkommen geht. Einige Jahre muss man hart arbeiten. Danach, höchstwahrscheinlich bis zum Lebensende, wird einem das Geld zufließen. Von all den Geschäftsideen, die es gibt, für welche würden Sie sich entscheiden? Einer der Gründe, warum für mich der Direktvertrieb, Network Marketing, das Geschäft schlechthin darstellt, ist, dass das Unternehmen zusammen mit Ihnen daran arbeitet, die Geschäftskompetenzen zu erlangen, die Ihnen zu Vermögen verhelfen werden. Nicht Geld macht Sie vermögend, sondern Ihre Kompetenzen. Aus diesem Grund ist Network Marketing das perfekte Geschäft. Diese Kompetenzen werden dazu beitragen, Vermögen zu bilden. Nicht zu vergessen die äußerst geringen Gründungskosten. Wo sonst können Sie für weniger als 500 Euro solche Kompetenzen erwerben? Wenn Sie zur Seite des Big Business wechseln möchten, was ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann, besteht einer der größten Vorteile eines Network-Marketing-Unternehmens darin, dass Sie das alles mit sehr wenig Geld erreichen können. Deshalb empfehle ich den Leuten, über Network-Marketing nachzudenken. Wollten Sie ein Unternehmen wie Microsoft aufbauen, würde Sie das Hunderte von Millionen Euro kosten. Bei einem Network-Marketing-Unternehmen können Sie mit einem sehr geringen Kapital einsteigen. Vor allem aber wird man Sie nicht drängen und sehr geduldig sein. Sie haben die erforderliche Zeit, um auf die andere Seite zu gelangen. Das ist wichtig, weil es ganz einfach Zeit braucht, solche Werte zu ändern. Aber egal, ob Sie ein, zwei oder fünf Jahre brauchen, sobald Sie die unterschiedlichen Schlüsselwerte erkannt haben, werden Sie nicht mehr aufzuhalten sein. Ich zum Beispiel würde heute niemals mehr einen Job annehmen wollen. Warum auch? Mir gefällt es auf dieser Seite hier wesentlich besser, dort, wo Unternehmen gegründet und weniger Steuern bezahlt werden und mehr Geld verdient wird. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, die Werte meines nicht vermögenden Vaters in die Werte meines vermögenden Vaters zu ändern. Das ist ja das Tolle an Network-Marketing-Unternehmen. Sie geben ihnen die Zeit und ermöglichen ihnen zu sehr geringen Kosten den Wechsel von hier nach dort. Das beste Eigentum, das sich ein Mensch aufbauen kann, ist sein eigenes Unternehmen. Das ist das Klügste, was man machen kann. Man sagte ihnen immer, die Karriereleiter ist der sicherste Weg zum Erfolg. Vor Jahren beschloss ich, der Karriereleiter nicht weiter zu folgen. Es entsprach nicht mehr meinen Wertevorstellungen. Mein nicht vermögender Vater sagte immer, geh zur Schule und such dir einen gut bezahlten Job bei der Regierung oder einem Großkonzern. Aber mein vermögender Vater sagte mir, warum solltest du derart hart arbeiten für etwas, das dir nie gehören wird? Seinen Job kann man nicht verkaufen. Man kann ihn nicht an seine Kinder weitervererben. Es machte immer schon mehr Sinn, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und andere einzustellen. Sonst ist man immer den Entscheidungen anderer ausgeliefert. Sie können jederzeit gekündigt werden. Sehen Sie sich um, die heutige Geschäftswelt ist geprägt von Fusionen und Aufkäufen. Egal wie gut Sie arbeiten, das Unternehmen, das Ihre Firma aufkauft, wird Sie trotzdem feuern. Warten Sie mal, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Wie eines dieser Reich-über-Nacht-Konzepte. Es gibt keine Formel, wie man über Nacht reich wird. Das geht einfach nicht. Es braucht seine Zeit. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich 1978 den Wechsel wagte. Ich gab meinen Job auf und musste mich für meinen Lebensunterhalt vollständig auf mein Unternehmen verlassen, das ich gerade aufbaute. Ich verstehe also Ihre Sorgen. Das Wichtigste dabei ist, nicht zu vergessen, dass es auf dieser Welt zwei Arten von Menschen gibt. Das sind die einen, die sagen, das wirst du nie schaffen. Und viele, viele Leute werden ihnen das sagen, sogar ihre Freunde, Familienangehörige. Du bist doch verrückt, mach sowas nicht. Und dann gibt es die andere Art, die sagt, Junge, mach das, du hast das Zeug dazu, du kannst es schaffen, wir unterstützen dich. Das Wichtigste ist die Unterstützung durch Familie und Freunde. Das Tolle an Direktvertriebsunternehmen ist, dass sie einem die Unterstützung so lange geben, wie man sie benötigt, um von der linken Seite auf die Seite meines vermögenden Vaters zu wechseln. Sie dachten immer, selbstständig zu sein, sei nichts anderes als der alte amerikanische Traum. Eine der großen Herausforderungen der Selbstständigkeit ist, dass man sein eigener Boss ist. Wie im Quadranten der Selbstständigen sind sie der Einzelkämpfer, machen alles selbst.
Im Quadranten des Big Business hingegen sind sie ein Teamplayer. Sie sind von ihrem Team abhängig und müssen sich darauf verlassen. Das Problem bei den Einzelkämpfern ist auch, dass sie bei Krankheit oder einem Verkehrsunfall auch ihr Einkommen verlieren. Oder nehmen Sie an, Sie kommen das Rentenalter, konnten aber nicht genug Geld zur Seite schaffen. Dann müssen Sie bis zu Ihrem Lebensende weiterarbeiten, weil Sie niemanden haben, der Ihre Arbeit übernimmt. Auch wenn viele Einzelkämpfer sagen, sie könnten sich keine bessere Arbeitsweise vorstellen, sie sind absolut auf sich gestellt und haben kein Team in ihrem Rücken. Also ich würde das Team vorziehen, auf das ich zählen kann, genau wie das Team auf mich. Das klingt nicht sonderlich schwierig, aber Veränderungen umzusetzen fällt oft so schwer. Wir alle wissen, dass sich die Welt verändert hat. Aber am schwersten fallen uns Veränderungen bei uns selbst. Glauben Sie mir, je älter ich werde, desto schwerer fallen mir Veränderungen. Aber der Direktvertrieb bietet meiner Meinung nach einen ganz wesentlichen Vorteil, der ihn zum perfekten Geschäft macht. Im Direktvertrieb gibt man ihnen alle Zeit, um die mentalen, emotionalen und physischen Veränderungen zu durchlaufen, um von der linken Seite auf die Seite der vermögenden Menschen zu wechseln. Das ist großartig. Es ist ein hilfreicher, zwang- und druckloser, von Geduld geprägter Weg, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihr Leben zu verändern. Doch Veränderungen bringen Turbulenzen mit sich. Aber manchmal wissen wir einfach, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern. Und wenn Sie wissen, dass diese Zeit für Sie gekommen ist, dann ist Network Marketing vielleicht das perfekte Geschäft für Sie. Direktvertrieb oder Network Marketing? Wahrscheinlich das perfekte Geschäft für Sie. Weitere Informationen erhalten Sie von der Person, die Ihnen dieses Video überreicht hat.